Hallöchen und herzlich willkommen zu Testy Taste. Für die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und ich bin frisch vom WW-Event zurück. Es war mega, aber ich sehe auch ein bisschen kaputt aus, weil es ein bisschen länger war. Aber ich kam auf jeden Fall gerade nach Hause und was hat mich da erwartet? Ein mega cooles Paket und zwar von Zucker. Das kennt der eine oder andere vielleicht so als ja, Zuckeraustauschstoffe, sagen wir es mal so. Wenn man einfach nicht so viel Zucker zu sich nehmen will, kann man ganz gut darauf zurückgreifen, denn es ist teilweise zero oder halt einfach weniger bepunktet als normaler Zucker. Zucker, so. genau. Und ich habe mir das Ganze mal so irgendwie überlegt. Das kam jetzt gerade ganz spontan, weil mich das auch sehr interessiert. Ich hätte es jetzt so für mich getestet, aber ich denke, das wird euch auch interessieren. Und deswegen vergleichen wir das Ganze einfach mal so von der Konsistenz, vom Aussehen her und natürlich, das Wichtigste ist der Geschmack. Ich arbeite schon ziemlich lange damit und zwar mit diesem Zucker Light. Das ist halt ein Zero Point bei uns und dann kommt man auch immer ganz gut weg bei Sachen, die man backt zum Beispiel oder so. Falls ihr mir noch nicht bei Instagram folgen solltet, dürft ihr das jetzt gerne hier tun, unten auf das kleine Dreieck drücken. Und da findet ihr meinen Kanal. Da gibt es ganz, ganz viele Rezepte halt auch zum Backen. So, und ich glaube, wir starten schon mal. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet natürlich. Und zwar die verschiedenen Zuckerarten. Ich halte euch das hier mal so hoch in die Kamera. Ich hoffe, ihr seht das. Okay, was haben wir hier? Ich habe hier angefangen mit dem Zucker Light, den ich sowieso immer benutze. Das ist eigentlich ein Erythrit. Dann haben wir hier den Zucker Premium. Wir haben den Zucker Bronze. Und wir haben hier den normalen Haushaltszucker. So, was mir jetzt so spontan auffällt, ist, dass das Ganze halt so ein bisschen unterschiedlich aussieht. Also dieser Zucker Light ist sehr, sehr fein, den ich halt immer benutze. Wie gesagt, mit den anderen, außer dem normalen Zucker natürlich, habe ich bisher keine Erfahrung gemacht. Die sind ein bisschen grobkörniger, wobei ich sagen muss, dieser Zuckerbronze ist auch wieder so ein bisschen feinkörniger. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Light an, denn den kenne ich natürlich schon zu Genüge. So, ich habe mir einfach immer so eine kleine Menge da drauf gegeben. Ich kann euch den auch kurz zeigen, bevor wir den snacken hier. Und zwar sieht das Ganze so aus. Da habe ich auch eine riesen Schachtel von. So, und die benutze ich halt wirklich immer zum Backen. So als Tipp, falls ihr einen Thermomix vielleicht habt oder was in der Art, malt euch den als Puderzucker, dann schmeckt das Ganze einfach noch viel besser. Es ist viel feiner. Ich habe letztens Plätzchen gebacken mit diesem Zucker, habe den vorher gemahlen und die waren leckerer als die ganz normalen Plätzchen mit Zucker. Das fand ich schon echt krass, aber da sieht man mal, was man so machen kann, ne? Jetzt probiere ich das Ganze mal. Hat so einen leicht kühlen Nachgeschmack, aber süß, ist aber nicht ganz so süß wie normaler Zucker. So. Als nächstes haben wir hier diesen Zucker Premium. Davon habe ich jetzt hier nur so ein kleines Beutelchen, aber das reicht ja zum Probieren. So, jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt so einen Unterschied macht oder nicht. Also wie gesagt, das ist etwas grober, ist aber auch, also weiß. Kommt eher in die Richtung Zucker, muss ich sagen. Auch vom Biss her ist es so ein bisschen grobkörniger, fester und es schmeckt tatsächlich weniger kühl wie das Erythrit, also dieser Zucker Light, aber hat halt Punkte, Leute. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele, das müsst ihr mal in eure App eingeben. Wie gesagt, das nennt sich Zucker Premium. Wenn man jetzt nicht viel braucht, würde ich glaube ich sogar tendenziell eher dazu greifen. Aber wie gesagt, da bin ich mir bei den Punkten jetzt einfach nicht so sicher. Ansonsten halt immer diesen Zucker Light, weil das halt ein Zero ist. Jetzt bin ich sehr gespannt auf den Bronzezucker. Das ist dieser hier. So sieht der aus. Auch wieder ein bisschen feinkörniger. Da haben wir hier so eine Schachtel. Das sind diese kleinen Sachets auch. Gibt es aber auch als große Dose, also wie ihr das am liebsten habt. Und ich wollte jetzt mal kurz gucken, ob das denn auch ein Erythrit ist. Oder Fermentation von Traubenzucker aus Maisstärke und anschließend Aromatisierung. Ja, Erythrit ist es, genau. Apfelextrakt ist drin und natürliche Aromen. Ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, das habe ich halt noch gar nicht probiert. Let's go. Hat
hat so ein bisschen was, also nicht herzhafteres, aber so ein bisschen was kräftigeres. Erinnert mich jetzt aber nicht ganz an Rohrzucker oder so, aber ist so ein bisschen, man hat so einen leichten Karamellgeschmack, sagen wir es mal so. Ich glaube, man kann mit Erythrit nicht an sich karamellisieren, deswegen wird da wahrscheinlich auch Apfel mit drin sein. Ist aber sehr lecker und hat auch so wieder so einen kühlen Nachgeschmack leicht, aber ich finde, da kommt eher so diese Note, diese Karamellnote raus, anstatt diesen ganz kalten Geschmack. Erythrit wäre jetzt hier auch wieder ein Zero-Lebensmittel. Und jetzt kommen wir zum guten alten Haushaltszucker, der mich wahrscheinlich jetzt schon einen Punkt kostet, wo ich nur so ein bisschen hier auf meinem Löffel habe. Aber auch der darf nicht fehlen. Der gehört natürlich zur normalen Küche dazu. Zucker ist Zucker, ne? Ist viel, viel süßer. Mir gerade echt viel zu süß. Also das fand ich das andere ehrlich gesagt ein bisschen angenehmer. Natürlich ist Zucker, Zucker hat einfach so einen Eigengeschmack. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Aber wenn wir jetzt mal hier diesen Vergleich starten, kommt auf jeden Fall dieser Birkenzucker, also dieser Premium-Zucker, dem normalen Zucker auf jeden Fall am nächsten. Wie gesagt, das müsst ihr für euch entscheiden. Wollt ihr lieber ein Zero-Lebensmittel oder wollt ihr was, was halt tendenziell eher in die Richtung von normalen Sachen geht, wobei ich das nicht gerne sage, weil mittlerweile backen schon so viele halt ohne Zucker und so. Warum muss es immer mit Zucker sein? Wisst ihr, was ich meine? Also muss ja gar nicht. Also ich backe tatsächlich nur noch ohne Zucker. Sei denn, es ist jetzt irgendwie für die Kinder, es ist jetzt hier gerade Weihnachtszeit und so. Dann machst du auch für die Kinder schon mal welche mit. Aber für mich habe ich zum Beispiel auch wieder ohne Zucker gebacken. Für mich ist es mittlerweile normal, so in meinem Weight Watchers Lebensstil irgendwie ohne Zucker zu backen, weil ich das gar nicht einsehe, so viele Punkte zu verballern dafür. Wenn es auch gute Alternativen gibt. Man gewöhnt sich super schnell daran, wirklich. Also wie gesagt, ich nutze halt die Variante und das ist halt... Also ich kenne quasi nichts anderes mehr. Und für mich ist dieser kühle Nachgeschmack auch zum Beispiel in Plätzchen und sowas überhaupt gar nicht mehr schmeckbar. Schmeckbar? Sagt man das so? Was ich euch nicht empfehlen würde, ist, das habe ich einmal gemacht, das war das Einzige, was mir halt nicht damit geschmeckt hat, das war ein Baiser. Die solltet ihr vielleicht dann doch mit Zucker oder mit diesem, ich weiß nicht, ob der Premium-Zucker da vielleicht besser funktioniert. Die hatten so einen ganz komischen, bitteren Nachgeschmack leider dadurch. Aber sonst alles, was ich damit mache, und ich backe wirklich viel damit, super, super lecker. Die Adventskalender würde ich jetzt ungern aufmachen, aber ich glaube, es interessiert euch auch dieser Geschmack, oder? Wenn, dann machen wir das mal direkt hier vernünftig. Wir haben hier eine große, große Dose. Ich glaube, hier sind ja 750 Gramm, habe ich mir gerade schon gedacht. Schokodrops drin. Guckt euch mal dieses Spektakel. Jetzt sind sie rausgefallen. Guckt euch das mal an. Mega geil. Also ich würde auch super, super gerne noch Vollmilch probieren, muss ich sagen. Und weiße Schokolade, habe ich gesehen, gibt es auch noch. Aber starten wir mal mit Zartbitter. Und es sind halt wirklich so ganz kleine Drops, die auch schnell schmelzen. Also ich denke, die kann man schmelzen, vermute ich. Aber Geschmack ist das Wichtigste, ne? Mmh. Schmeckt wie normale Schokolade. Weil die einen sehr bitteren Geschmack haben. Also die sind schon so Richtung in diese... sehr dunkle Schokolade, muss ich sagen. Da würde mich echt mal dieses Vollmilch interessieren. Ich eher so der Vollmilch-Typ bin. Aber für alle, die Bitterschokolade mögen, auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich gucke gerade, was hier drin ist. Ist mit Xylit. Müsste also dieser Premium... genau. Dieser Premium-Zucker ist dann da drin. Deswegen schmeckt es wahrscheinlich auch so sehr nach normaler Schokolade. Sehr, sehr lecker. Kann man auch mal gut so snacken. Mega. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, man kann da auch gut Kakao rausmachen, wenn man das so ein bisschen schmilzt. Ich werde mir auf jeden Fall einiges dazu einfallen lassen. Ihr werdet es natürlich hier bei Instagram sehen. Ja, ich hoffe, euch hat mein Test gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch irgendwie was sehen möchtet oder so. Oder natürlich auch Videoideen habt, schreibt mir immer bitte, ehrlich. Ich versuche es immer umzusetzen. Manchmal fehlen einem nur selber auch die Ideen. Dann kommt mal plötzlich wieder irgendwie so ein Gedankenflug. Und deswegen, vielleicht habt ihr einfach noch so ein paar kreative Ideen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, die umzusetzen. Verlinke euch hier noch zwei neue Videos. Mein Abo-Knöpfchen, falls ihr noch kein Abonnent sein solltet. Natürlich das Glöckchen direkt drücken, damit ihr auch die Videos nicht verpasst. Und wie immer direkt auf dem Schirm habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ich sage tschüss und bis dahin. Eure Laura.